Mein Name ist Tobias Klähner, ich bin Rechtsanwalt und Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Klähner hier in Koblenz und wir helfen Ärzten, Zahnärzten und Therapeuten dabei, negative Bewertungen von der Plattform Yameda zu entfernen. Wie das geht, erfahren Sie jetzt. Ich will da jetzt gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Es gibt drei Kategorien von Bewertungen, die Sie auf Yameda löschen lassen können. Das ist zum einen Bewertung von Personen, die niemals ihre Patienten gewesen sind, die niemals ihre Praxis von innen gesehen haben. Das sind Punkt 2, falsche Tatsachenbehauptungen. Lügen müssen Sie sich auf Yameda natürlich nicht gefallen lassen. Und das sind Punkt 3, und da wird es ein bisschen schwieriger, die sogenannten Schmähkritiken. Das sind Kritiken, die über ein sachliches Maß an Werturteil, an Kritik hinausgehen. Das Problem ist jetzt, dass die Rechtsprechung, also unsere lieben Richter in Deutschland, davon ausgehen, dass Yameda erstmal überhaupt keine Ahnung hat, was da auf der Plattform passiert. Also dass Yameda nicht davon ausgehen muss, dass eine bestimmte Bewertung rechtswidrig ist. Sie als Betroffener müssen Yameda erklären, warum da falsche Tatsachen vorliegen sollen. Sie müssen Yameda erklären, dass die Person, die da bewertet hat, möglicherweise gar kein Patient gewesen ist. Und das Instrument dafür ist die außergerichtliche Abmahnung. Mit der Abmahnung setzen Sie Yameda also in Kenntnis von der Rechtsverletzung, machen Yameda bösgläubig, wie wir das nennen, und da muss der erste Schuss auch direkt sitzen, weil wenn Sie eine einstweilige Verfügung später von einem Gericht haben wollen, dann haben Sie bei den allermeisten Gerichten in Deutschland dafür nur 4 Wochen Zeit und innerhalb dieser 4 Wochen muss vorher noch abgemahnt worden sein. Die Abmahnung an Yameda muss inhaltlich so präzise formuliert sein, dass Yameda auf den ersten Blick erkennen kann, dass sie recht haben, dass die Bewertung, um die es da geht, rechtswidrig ist. Und das ist für sie besonders anspruchsvoll, weil sie als Träger der ärztlichen Schweigepflicht gar nicht gegenüber Yameda all das vortragen können, was sie vielleicht wissen. Vielleicht sind Sie ja jetzt auch Betroffener von so einer Negativbewertung oder von einer komplett gefälschten Bewertung. Wir nennen das ja Fake-Bewertung auf Yameda und fragen sich, was kann ich da jetzt tun gegen Yameda, ohne dass ich mir da irgendwie die Finger verbrenne? Kann ich möglicherweise auch gegen den Bewerter, gegen den Patienten direkt oder parallel zu Yameda vorgehen, je nachdem, was da am meisten Erfolg verspricht? Und mein Angebot an Sie lautet: Ich nehme mir die Zeit für Sie, lassen Sie uns einmal persönlich drüber sprechen, das ist für Sie auch vollkommen kostenlos. Wir machen zusammen eine Strategie, sprechen über Ihren Fall und finden mit Sicherheit eine Lösung. Und möglicherweise ist das auch so, wie ich es in der Vergangenheit schon häufig erlebt habe. Da sind Ärzte zu mir gekommen, die hatten noch ganz andere Bewertungen im Gepäck, wo die gedacht haben, man kann da nichts tun. Im Ergebnis konnten wir meistens doch was tun. Nutzen Sie gerne unsere kostenlose Ersteinschätzung. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank.